Hi, ja, ihr seht es vielleicht, hier ist nur noch ein Team und damit herzlich willkommen zum Team Building gegen Present, weil das machen wir jetzt. Ich habe ein kleines Problem, also ich habe jetzt, das ist mein Handy, ich bin beliebt, tut mir leid, ich kriege dauernd vibrierende Handys. Nein, ja, Problem ist, mein Browser hat einfach die Teams gelöscht und ich muss hier das Team Building gerade nachkommentieren gegen Present. Aber da ich nach dem Kampf gegen Present glücklicherweise Present das Team geschickt habe, habe ich tatsächlich nur das Team und kann das Team mit ihm nachkommentieren. Eine kleine Trivia, warum ich überhaupt das jetzt nochmal nachkommentiere. Kurz vor dem Kampf habe ich das Team tatsächlich nochmal ein bisschen geändert. Ich öffne das mal ganz kurz. Presence Team. und ja, dementsprechend dachte ich mir, ich muss das nochmal nachkommentieren, weil, naja, die Sachen, die ich geändert habe, die waren schon relativ interessant und dementsprechend, ja, lassen wir das erstmal und zeigen wir mal das Team. Gut, was bringe ich gegen Present mit und was hat er für ein Team? Present hat zwei sehr interessante S-Rang-Picks. Das ist einmal sein Latias, was natürlich ein sehr, sehr gutes, bulkiges Pokémon ist, was vor allem mit Healing Mish sehr gut ist für das nächste Pokémon von ihm, nämlich das Fundrus, was sehr, sehr reinhauen kann. Das ist ein Z-Stein-Nutzer und damit kann es halt mit einem Z-Donnerblitz verdammt, verdammt reinhauen. Das ist auch, denke ich mal, also sein Voltros ist das Pokémon, was ich garantiert erwarte, so einfach im Nest-Plotz. Das wird einfach reinhauen mit dem Z-Donnerblitz, dann wird es den HP-Preis wegen Seigert haben. Der letzte Move ist einfach so ein bisschen fillermäßig. Aber das ist, denke ich mal, das Set, was er dabei haben wird. Und dann kann er irgendwie Schlammwurge für Rotom dabei haben oder irgendwie einen Abschlag oder was auch immer. Der letzte Move soll ist einfach so eine Wildcard, da muss man mal gucken. Aber das Ding ist halt mega gefährlich, weil ich habe kein geiles Bötchen da rein. Und da muss man einfach mal gucken, wie man dagegen klarkommt. Er hat noch Tangulos. Tangulos ist ein sehr, sehr guter A-Rang, weil er kann halt super viele Pokémon wallen. Insbesondere mein Seigert und mein Metagross, was natürlich auch relativ gut für Present ist, weil Leben muss er auf jeden Fall abdecken. Er hat Mega Beboar, was natürlich sehr, sehr schnell ist und schneller als alles in meinem Team. Aber zum Glück kann es gecheckt werden von einigen meiner Pokémon, was ganz nett ist. Zum Beispiel Toxapex kann das checken, das ist natürlich super. Klefki ist auch ein gutes Pokémon in dem Matchup, weil es einfach ein sehr, sehr guter Weavile-Check ist und halt auch in einige Attacken reinkommen kann, Stachler legen kann, was gegen mein Team auch nicht so schön ist. Und da muss man dann auf jeden Fall aufpassen. Entei kann ein bisschen Feuerpressure legen, aber solange ich halt Resistenzen dabei habe, sollte das passen. Hayama ist natürlich ein sehr, sehr tolles Pokémon. Die gute Uschi wird, denke ich mal, auch dabei sein, weil sie halt einfach, das Weavile Revenge kann, einfach sehr bulky ist. Sehr, sehr reinhauen kann, vor allem mit irgendwie ein Flame Upset. Das kann es mit Fassade, Close Combat, Knockoff und Bullet Punch. Dementsprechend sehr, sehr guten Damage machen. Also muss man da mal sagen, das Ding ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Aquana ist nice, eigentlich schon relativ, weil er kann halt sowas wie Metagross und Seigert wollen, aber ob er dabei sein wird, weiß ich nicht. Aerodactyl ist nochmal ganz cool, aber das Ding ist halt, viele meiner Pokémon können halt Hits davon hängen, dementsprechend sehe ich das als nicht so wahrscheinlich an, genauso wie Pelosan. Das Ding ist halt, es könnte rein theoretisch Seigert und Metagross wallen, aber da es halt von so vielen anderen Mons wie einfach Heracross und so besiegt wird, glaube ich, ist es nicht so wahrscheinlich, dass er dabei haben wird. Und Absol, naja, könnte er dabei haben. Aber es ist halt so langsam und ich habe halt sehr viele Mons, die schneller sind als das Ding. Und auch die jetzt davon denken können, dementsprechend weiß ich nicht, ob es dabei haben wird. Wenn ich so sagen würde, was hat er dabei, würde ich halt erstmal das Fundrus safe sagen. Dann Tangloss wegen Zygarde, das Klefki wegen Snibunna und Hariyama einfach nochmal, weil er halt einfach auch nochmal Snibunna sowas checken kann. Dann, also sind die vier Picks, die ich garantiert sehe, also auch gesehen habe, wenn ich es halt so jetzt nachkommentieren darf. Dann hatte ich tatsächlich predicted, dass er sein Mega Beboar mitnehmen wird, aber halt viel weniger wahrscheinlich als die ersten vier, die ich genannt habe. Und dann habe ich gedacht, dass er vielleicht irgendwie sowas wie Latias mitnimmt, einfach weil er halt wirklich dann den Healing Wish Support für Fundrus bekommt, der ganz nett sein könnte. Da könnte Fundrus was reinhauen, könnte low gehen und dann wieder geheilt werden. Das wäre natürlich ziemlich, ziemlich cool für Present. Aber das Ding ist halt, mit der Variante hat er keine Rocks, was halt ein bisschen blöd für ihn ist. Aber da er die Spikes hat, denke ich mal, ist das okay für ihn. Aber ja, das muss er dann mal gucken. Das sind so die sechs, die ich predikte und mal gucken, was passieren wird. Gehen wir mal auf die Mons an, die ich dabei habe. Ich habe Mega Heracross dabei und das Ding ist halt, Mega Heracross ist ziemlich, ziemlich cool. Weil, sagen wir mal, sein Tangloss wallt ja eigentlich immer das Zygarde. Und wenn er an Tangloss geht, kann ich immer Mega Heracross gehen, weil Aerial Ace macht nur so 50% und dann kriege ich einen Kill. Weil das Moveset ist darauf ausgelegt, ich habe halt vier Attacken in dem Moveset und damit kann ich halt alles killen. Selbst Pin Missile macht halt auf den Resistenzen super, super viel. Sagen wir mal, Fundrus kann, glaube ich, nach Rocks vielleicht sterben. Beedrill stirbt einfach, also wenn er kein Death Invest mehr hat, weil es macht einfach 100%. Klefki und Hariyama werden danach durch Close Combat sterben und selbst so ein Entei kriegt irgendwie so 50%, was halt super, super nice ist. Also Mega Heracross ist super, super, super gut. Und kriegt halt einfach, wenn es drin ist und ein Hit bekommt, einfach normalerweise immer eine Kill. Was natürlich super, super nice ist. Mein Speed Investment ist darauf gelegt, dass ich halt mit
einem normalen Heracross vor der Mega schneller bin als ein Jolly Magspeed Hariyama. In der Mega bin ich dann schneller als ein Adamant Magspeed Hariyama. Das waren so meine Speed-Benchmarks. Und ich wollte auch ein bisschen schneller als Klefki sein. Dementsprechend habe ich nur ein bisschen Speed reingehauen. Das war mal relativ wichtig. Und ja, ich denke mal, das wird auch hoffentlich sein Ziel erfüllen. Einfach ein bisschen Speed und dann Bullet Seed, einfach um das Pelosan zu treffen. Pinmissile, einfach mein stärkster Step-Move. Dann Rock Blast, um halt sowas wie Thunderous, Beedrill und ja, auch Iodactyl und sowas zu treffen. Einfach die sehr effektiv. Und Klaus Comet einfach nochmal ein letzter Step, der einfach auch sowas wie Klefki dann noch weghaut. Und auch sehr viel Damage auf sowas wie Hariyama macht. Beziehungsweise wir können auch so 88 bis 100% machen auf einem No-Bulk Hariyama. Was halt super, super nice ist, wenn wir machen direkt einfach Damage. Also das passt schon. Als Fähigkeit vor der Mega habe ich mich einfach immer für Guts entschieden. Weil falls wir einfach mal in Aquana reinkommen, was gut möglich sein kann, weil Heracross ist mit Bullet Seed halt einfach ein ziemlich guter Switch in da rein. Selbst falls wir geburnt werden, dann megern wir einfach nicht und da können wir immer noch stark angreifen. Dementsprechend war Guts hier dann, denke ich mal, die beste Wahl. Und ja, den Speed habe ich schon erklärt, den Rest habe ich einfach in den Bulk gehauen, damit wir halt auch einen Hit tanken. Sagen wir mal einen Z-Move, also Z-T-Bolt von zum Beispiel Thunderous tanken wir. Und das ist halt super, super nice. Wir können auch einen Hit von Hariyama überleben, wenn wir Mega sind und er geburnt ist. Dann haben wir das Toxapex, was so mal ein Mega Beedrill-Check ist. Also zumindest war das erstmal die Idee mit Rocky Helmet, weil dann macht es nicht mal selber Damage. Drillrun tutet uns nicht, was ganz nice ist. Und wir können auch so Hits von Entei tanken, das ist auch nochmal ganz nice. Und auch Hits von Hariyama. So Element Fassade tutet uns nur ganz knapp. Es macht mit Max Damage 50,2%. Und noch sowas wie Aerodactyl tutet uns nicht. Es ist halt einfach ein sehr, sehr gutes Pokémon gegen ihn. Vor allem der Rocky Helmet mit Damage, das ist halt einfach nochmal nice, um einfach zu chippen. Als Mustard haben wir dann einfach Toxic, einfach um halt sowas wie Tangulos oder Aquana, was auch immer, zu toxicen. Einfach ein bisschen Damage auf den zu bekommen oder Latias, wenn er da reingehen möchte oder so. Recover natürlich einfach, um die HP zurückzubekommen. Scald einfach als einen kleinen Chipping-Move, um halt so seinen Pokémon wie Beedrill oder halt seinen Klefki einfach ein bisschen zu chippen. Das ist, denke ich mal, ganz nice. Und das letzte Move haben wir Magic Code, weil die restlichen Moves brauche ich eigentlich nicht und ich kann mir vorstellen, dass er mit Klefki immer drin sein möchte. Einfach weil er halt sich denkt, okay, kriegen wir einfach freie Spikes, weil ich kann ja nichts gegen ihn machen. Und dann drücke ich Magic Code, ich kriege eigene Spikes. Das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Von meinem Investment muss ich sagen, ich habe einfach maximale KP, maximale Defensive genommen, weil ich möchte halt eher seine physisch-offensiven Threats wollen, so seine speziell offensiven Threats, so Aquana, gut, das macht eh nichts. Die Sandburg, ja gut, die kann ich mal vernachlässigen. Und naja, seine anderen, so Thunderous, der One-Shot mich einfach mit dem Z-Move oder mit Life Optibot und Latias und ja, Psychic tank ich auch nicht unbedingt gern. Also ja, da brauche ich keine Spezialdefensive und kann mich da voll in physische Defensive hauen. Das denke ich mal passt dann. Gut. Das wäre das zweite Pokémon. Mein drittes Pokémon ist Nibuna, einfach weil es gegen die ersten beiden Pokémon von Present richtig, richtig gut ist. Es kann halt das Latias One-Shotten und es kann das Thunderous One-Shotten. Was richtig, richtig gut ist und das ist auch schneller als diese Pokémon, was halt auch wichtig ist, weil die Pokémon sind immens gefährlich. Und einfach da ich es Nibuna habe, ist es halt einfach viel besser gegen die. Ich habe in meinem Move so dann die Verfolgung, einfach falls ich irgendwie Latias reinkomme und der nochmal reinkommen möchte irgendwann, dann kann ich das verhindern mit der Verfolgung oder generell irgendwelche Threats von ihm pursuiten, das wäre ganz nett. Eisige Crash, um einfach einen Safe and Wanted gegen Thunderous zu bekommen und einfach nochmal ein anderer Step, der auch Tangrowth tooltet, das ist ganz nice. Eicher Priorität, um einfach sowas wie sein Mega Beedrill irgendwann mal zu finishen und einfach Aerodactyl damit richtig anzuhauen, was halt schneller ist als ich und dann kann ich das halt trotzdem mit der Priorität treffen oder generell alles Schnelleres wegzuhauen und Knockoff einfach nochmal mit Step, der auch nochmal reinhaut und natürlich das Item vom Gegner wegschlägt. Gut, Speed habe ich einfach, damit ich schneller bin als ein Max Speed Thunderous. Das, denke ich mal, passt dann auch und das sollte auch hinhauen. Den Rest habe ich einfach in HP gemacht. Ich könnte ein bisschen mehr nehmen, falls er irgendwie jetzt auf meinen Speed Creep. Aber ich habe mir jetzt gedacht, das passiert schon nicht und ja. Mein nächstes Pokémon ist Metagross und Metagross hat ein bisschen funkier Asset, weil erstmal ist es sehr physisch offensiv mit Bullet Punch, einfach weil ich halt auch sowas wie Aero und Beedrill natürlich irgendwie mit der Priorität vielleicht mehr killen möchte, wenn ich dazu komme oder generell was anderes mit der Priorität killen möchte. Meteor Mash, weil es mein stärkster Step-Move ist und auch gegen Latias sehr viel Damage macht. Und sein Headbutt, mein anderer Step-Move, der dann auch gegen sowas wie Thunderous sehr viel Damage macht. Und mit dem Muster an sich treffe ich halt das ganze Team neutral. Aber wir haben ja gesehen, dass Tangulos ein gigantischer Threat eigentlich für Seigert ist. Und deswegen gehe ich halt von einem physisch-defensiven Tangulos aus. Und wenn er das spielt, dann kann ich ihn tatsächlich mit der Matschbombe, die ich hier im Set habe, mit dem Investment tatsächlich sehr stark tooten, was so richtig, richtig gut ist. Deswegen habe ich auch nochmal die Matschbombe hier reingehauen, weil viele vergessen, dass Metagross tatsächlich eine 95er Spezialangriff-Space hat und die kann auch tatsächlich genutzt werden. Dementsprechend
nutzen wir zum ersten Mal hier jetzt auch einen speziellen Move auf Metagross und hoffen damit, dass wir dann das Tangulos weghauen können. Das wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Unser FV-Split ist einfach Max-Attack, weil wir wollen so hart reinhauen wie möglich, um halt sowas wie ein Thunderous weghauen zu können nach Rocks oder sowas. Und generell mit dem Zen Headbutt auch das Hariyama weghauen zu können, weil wir schneller sind als Hariyama, wenn wir Glück haben. Der Rest dann halt einfach in Speed. Ich habe sehr viel Speed, einfach damit ich halt hoffentlich schneller bin als Klefki. Ich bin schneller als so uninvestierte 75er-Bases, die irgendwie 12 Speed-EVs haben, meine ich. Ich glaube, er wird auch nicht sich allzu viel Speed erlauben auf Klefki, einfach weil er halt wirklich Weaver checken möchte. Dementsprechend denke ich mal, hat das gepasst und ich denke mal, so viel Speed wird er auch eigentlich nicht auf Hariyama spielen. Dementsprechend sollte ich auch schneller als das sein, wenn er am besten Speed reinlegt und das war eigentlich auch das Wichtige. Und den Rest habe ich dann einfach an HP getan und da hatte ich noch viel übrig, da habe ich dann nochmal eine Spezialdefensive gehauen. Damit wir halt mit der Assault-West, die wir tatsächlich tragen, auch was tanken können. Weil das Ding ist halt, mit der Assault-West können wir halt in sowas wie Latias reinkommen, was ganz nett ist. Der muss dann Angst vor Pursuit haben, bleibt vermutlich drin und da können wir den mit Meteor Mash und plus Bullet Punch vielleicht weghauen, das wäre ganz nice. Und wir tanken auch einen Simu von Thundurus, was ganz cool ist. Das heißt, Metagross kann tatsächlich ordentlich Work machen, was halt richtig, richtig nice ist. Ich muss es natürlich richtig einsetzen, aber ich hoffe mal, dass es dann funktionieren wird und ja, selbst so defensive Pokémon, die reinkommen können, wie halt sowas wie Aquana und die Sandburg, können von seinen Headbutt geflincht werden, deswegen sind die halt auch nicht so reliable dagegen. Aber dann muss man mal gucken, was seine Present dagegen machen wird. Gut, dann haben wir hier Seigard. Seigard soll so ein Late-Game-Cleaner werden, weil das Ding ist halt, sobald Tangulos mal weg ist, kann Seigard super, super gefährlich werden, weil auf plus 1 macht er verdammt viel Damage. Wenn er einmal einen Dragon Dance rausbekommt, was halt gegen Thundurus, was noch nicht geboostet ist, auf jeden Fall machen kann, weil wir die Archiberry tragen, dann die dienen wir einmal und dann kann halt nichts mehr wirklich was tanken. Wenn Klefki jetzt noch weg ist, können wir sogar einfach Wutanfall spammen, was halt richtig, richtig nice ist. Und dann kriegen wir halt einfach sogar einen Kill auf Hariyama, wenn wir auf plus 1 sind. Mit Adamant, wenn er kein defensives Investment hat, können auch sowas wie Aquana oder die Sandburg tooten, kriegen den One-Hit auf Latias und generell killen wir damit eigentlich fast alles, was nice ist. Deswegen habe ich auch Adamant genommen. Ich hätte mich für Adamant Max Speed Entei fahren wollen können, aber ich wollte wirklich Adamant haben, einfach für den Damage. Und ich glaube, Present wird halt eh nicht Max Speed Adamant zocken. Ich mein im nächsten Match vermutlich, aber dann bin ich halt dagegen prepared. Und ja, der Speed ist einfach dafür da, damit ich auf plus 1 schneller bin als ein Max Speed Mega Beedrill. Er wird es nicht spielen, aber ja, ganz ehrlich, den Extra Bulk brauche ich jetzt auch wieder nicht. Und man muss jetzt, wie gesagt, die Aldrich, Thousand Arrows habe ich schon erklärt, weil Thousand Arrows natürlich bester Step, bester Move. Und E-Speed dann einfach, falls ich irgendwann nochmal die Priorität gegen Mega Beedrill oder was auch immer brauche, kann nie schaden. Und die Archibera habe ich auch schon erklärt und das Investment dann auch, weil der Rest ist dann einfach ein Bulk. Das letzte Pokémon ist Yuxi, was einfach ein speziell defensives Pokémon hier ist. Ich hatte hier in dem Slot ganz viele andere Pokémon mal. Ich hatte mal Flawless, ich hatte mal Lavados, ich hatte mal zeitlang Dory überlegt. Ich hatte auch eine Zeit lang Rotom überlegt. Ich hatte auch mal Scarf Carbotops ganz kurz. Weil gegen Present funktioniert eigentlich super viel, super gut. Aber ich wollte wirklich Rocks gegen ihn haben, einfach um das Mega Beedrill zu pressuren und auch das Thunderous, was mir relativ wichtig ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er halt vielleicht die Rocks dann nicht mehr wegbekommt. Dementsprechend fand ich die Rocks halt einfach relativ gut und dann habe ich mir überlegt, was möchte ich noch im Moveset haben. U-Turn garantiert, damit ich halt rausgehen kann, immer Psyking einfach, um ein bisschen Damage zu drücken und auch Subs zu brechen, falls ich es kann. Oder halt auch Hariyama zu damagen, weil wir sind halt ohne Speed tatsächlich schneller als ein Max-Speed frohes Hariyama, was halt super, super nice ist. Das heißt, die 95er Speed-Base von Yuxi hilft mal wieder richtig gut aus. Und beim letzten Move hatte ich echt über alles Mögliche nachgedacht. Ich hatte anfangs Trick Room, einfach damit ich vielleicht gegen Thundurus irgendwann mal Trick Room kann und dann irgendwie, ja, Psyking kann, dann stirbt Yuxi und ich gewinne mit Mega Heracross oder sowas. Aber ich habe mir gedacht, das Szenario ist so unlikely und zur Not hat er dann irgendwie vielleicht Hariyama und dann verlieren wir dagegen, das wäre nicht so gut. Also habe ich mir überlegt, ich möchte halt auch nicht Spikes haben, weil ich habe keinen Defog auf dem Team. Wie prevente ich Spikes? Na, ich prevent sie einfach nicht. Ich lege einfach selber Spikes, weil ich kann mir super vorstellen, dass einfach Klefki in Yuxi reinkommt, weil Klefki kann halt, ja, sagen wir andersrum, Yuxi kann halt nichts gegen Klefki machen und er kann auf mir eigentlich Spikes legen die ganze Zeit. Das ist halt nice für mich, weil ich drücke dann einfach Magic Code und dann lege ich selber Spikes. Und das ist natürlich super nice, weil wenn ich kein Defog habe und er dann vielleicht sogar kein Defog hat, dann lege ich einfach irgendwann Rocks und habe tatsächlich sogar noch Spikes auf seiner Seite. Das heißt, vielleicht, weil ich so keinen Rocks auf seiner Seite predikte, habe ich dann einfach mehr Ersatz als er. Einfach, weil er mir die Spikes legt, was halt super, super nice wäre. Also ich hoffe, dass das passieren wird. Und dann gegen Ende habe ich als Investment dann einfach fast maximal Spezialdefensive. Ich habe da ein bisschen physische Def, weil ich ein bisschen umgekehrt habe. Ich meine, irgendwas tanke ich damit besser, aber es mir jetzt auch... Ich glaube, damit tanke ich relativ safe zwei Life Obstonages von Aerodactyl oder irgendwie so ein Müll. Ja, die anderen
die letzten spezialeffektive WVs helfen mir eh nichts, weil Sings halt, was ein bisschen problematisch ist. Jux hat zwar eine gigantische Spezialdefensive, aber eine plus 2 Z-Move T-Ball tanken wir trotzdem nicht. Was ein bisschen unfortunate ist, aber einen normalen Z-Move tanken wir und auch was von Latias und so. Und das denke ich mal passt schon. Die Physik-Defensive haben wir ja sowieso abgedeckt und dann brauchen wir ein bisschen Spezialdefensive. Speed brauchen wir nicht, den Rest habe ich einfach nochmal ein bisschen Spezialangriff und Attack getan. Und als Item habe ich dann die Eier Papa Berry genommen. Einfach falls wir low kommen, da kriegen wir nochmal ein bisschen 50% Boost. Ich habe überlegt, ob ich die Cobra Berry spiele wegen Hariyama, aber ja, kommt halt darauf an, wogegen ich die Monster verwenden werde. Ich werde eh, denke ich mal, in Toxpex wechseln auf Hariyama erstmal und dann mal gucken und dann vielleicht auf EQ und Yuxi. Und dann, ja, dann ist eh wurscht, ob ich die Cobra Berry trage oder nicht. Also, ich denke mal, das passt schon so. Mal gucken, ob ich es im Kampf bereuen werde. Und ja, das war dann an sich das Team. Die Namen sind dann an schöne Zeit mit Present angelegt. Und ich würde mal sagen, ich wünsche euch dann viel Spaß mit dem Kampf. Ich ja, hoffe mal, dass es ein guter Kampf wird. Ja gut, ich kann dazu jetzt nicht sagen, wie der Kampf tatsächlich geworden ist. Und ja, ich sage dann mal, bis dann und ciao.